Research, new topic, rhythm. Research, new topic, fashion. Und die Kritiken sind da. Na komm, drück die. Das sieht nicht gut aus. Keine einzige 10 dabei. Ah, Sechser-Spiel. Und da haben wir jetzt wie viel drin investiert? 1,5 Millionen für die G3. 500.000 oder so für die Marketingkampagne. Du, Research-Topic. Ninja, Comedy und Detective fehlt nur noch. Das könnten wir hinbekommen, bevor das Jahr rum ist. Boah, Zahlen sind nicht so toll. Verlieren wir Fans? Nö, wir kriegen noch welche. Das ist doch immer gut. So, du research mal Detective. Start. Du research Comedy. Start. Du research das letzte. Es gibt bestimmt auch noch einen Erfolg. So. Du train. Was kannst du denn werden? Der Product Management Kurs. Nee, du bist ein Designer. Game Design Kurs. Zack. Du warst noch kein Spezialist. Und du bist Goldstatus, ja. Du bist ein Techniker. Du solltest trainieren. Programming. Du. Haben wir noch was zum Research? New Topic? Keins. Warum ist der noch hier? Aber gut, wir haben noch 185 Research-Punkte, die würde ich auch noch ganz gerne verballern. Obwohl, bald kommt Version 6, aber nee, schaffen wir auch nicht mehr. Dann Contract Work. Verbringen wir die letzten 3 Monate einfach damit, Geld zu verdienen. Und zu sehen, wie die Zahlen reinkommen von UFOs, auch wenn sie nicht so toll sind. So. Contract Work. Zack. So, was war das gerade? Achso. Da, 2 Monate noch. Du, Contract Work. Zack. Du müsstest bald mal in Urlaub. So. Wollen wir noch kurz eine 6. Person einstellen? Nö, ich weiß nicht. Wenn es wirklich sowas wie ein Highscore gibt, dann will ich jetzt nicht Punkte verballern durch unnütze Aktionen. Also nicht zu viele Punkte. Das mit dem Research eben gerade von den ganzen Topics war einfach nur der Vollständigkeit halber. So, Contract Work. So, 1 Monat noch. Oh, oder haben wir das 30. Jahr auch noch? Dann könnten wir ja noch ein Spiel machen. Das wäre schick. Contract Work. Suche nach Außerirdischen. Ja, okay. Du musst auch gleich in Urlaub. Zack. Letzte Woche. Oder letzte Woche plus ein Jahr. Und Contract failed. Das ist kein schönes Ende. Oh, und noch 1 Monat. Hust, hust. Contract work. Zack. Genau, Spiele, Kunst kann nicht so schwer sein. Und geschafft. So, 4. Monat. Das lassen wir jetzt kurz durchtickern. Und es geht weiter. Okay. Dann können wir ja doch noch ein Spiel entwickeln. Ein großes Spiel. Und zwar haben wir ganz viele neue Sachen. Wir hätten gerne Ninja. Wir hätten gerne Action. Und wir hätten gerne Casual. Und wir hätten gerne eine neue Konsole. Was hat gerade den meisten Marktanteil? Die PlayStation 4. Für 1 Million. Jo. Game Engine Duster. Und es ist Ninja-Spiel. Black Shadow Slayer of Death. Geht nicht. Black Shadow Slayer. Weiter. Weiter. So. Boost ist noch nicht auf 3, aber das ist okay. Action-Spiel. Kann soweit alles bleiben wie bei den letzten beiden Spielen auch. Da müssen wir nicht viel dran rumdrehen. Ah, erste Müdigkeitserscheinung. Und UFOs hat 15 Millionen gebracht. Kann man nicht meckern. So. Boost können wir gleich anmachen.
Jetzt mal bei dem und bei ihm. Er hier hat gar nichts zu tun. Oh, wir sind erst in Stage 2. Ups. Also ja, später hat er dann noch was zu tun. Dialoge können ruhig unten bleiben. AI haben wir noch nichts Neues erforscht. Das ist echt ärgerlich. Aber ja, wir kriegen mehr als genug Research-Punkte jetzt. Das passt erstmal. Die sind ganz schön ausgepowert. Gar nicht gut. Und Phase 3 können wir da ein bisschen rummogeln mit dem Neuling. Genau, der hier hat noch nichts zu tun. Er ist Techniker. Dann stecken wir nochmal in Sound. Und machen Sound ein bisschen wichtiger. Das noch ein bisschen runter, damit nicht zu sehr ausgepowert ist. 81% ist nicht so toll, aber passt schon. Und das passt auch alles zu einem Ninja-Action-Casual-Spiel. Okay. G3 ist in 2 Monaten. Also können wir wieder auf die G3 warten. Die weltweite Spieleentwicklergilde. Eine Spieleentwicklergilde? Oh, das Spiel wird am Ende dieses Jahres enden. Okay. Das hört sich jetzt sehr komisch an. Wir werden in eine Gilde eingeladen und dann ist das Spiel vorbei. Okay. Also spielen wir das 30. Jahr noch zu Ende und dann sind wir Mitglied von irgendeiner Sekte und können super Spiele entwickeln. Okay. Large Booth. Choose. Wir haben mehr als genug Geld und die Jungs sind so fertig. Die sind sowas von fertig. Aber ja, Bugs müssen weg, wir müssen die G3 noch überleben und danach noch ein paar Punkte hinzu pushen. Hoffen wir mal, dass Black Shadow Slayer ein besseres letztes Spiel ist als UFOs, wo wir dachten, dass das letzte Spiel wäre. Und komm schon, 1,5 Millionen. Letztes Mal hatten wir ja nur 1,1 irgendwas, glaube ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Black Shadow Slayer. Ha. Die Sprünge sind irgendwie nicht mehr so groß, wie ich es gedacht hätte. Aber gut. Platz 30? 32. So, jetzt haben wir wieder mehr Zeit bekommen durch den Hype-Push. 506. Oh, fällt. So. Und neuer Rekord bei Technologie. Das ist gut. Neues Topic, neue Combo. Keine großartige Combo, weil wahrscheinlich Casual mit drin war. Ninja Action wäre bestimmt super abgegangen. Oh, Level Up bei AI, bei Grafik, bei 3D-Grafik und bei den neuen Angestellten bestimmt auch noch. Genau, pling, 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 Gehaltserhöhung. Genau, Gehaltserhöhung bei 2 Leuten, ist okay. So, du, Urlaub, du, Urlaub. Der Rest chillt. Und Kritiken sind da. Das sieht gut aus. Könnte besser sein. Da sind schön viele 10 bei. Jo. Das wird keine 10. Das hier wahrscheinlich eher. Da waren schön viele dabei. Also 10 oder 9 wird es bestimmt. Jo, 8,5. Machen wir ein bisschen Contract Work noch für ein bisschen Kohle nebenbei. Das ist schon besser. So, Shadow Slayer. Goldstatus hat er schon mal erreicht. Jo. Und 8 Millionen. Contract auch erfüllt. Alles super. Und wir haben glatt 500 Research-Punkte. Ist das Maximum oder so? Warte mal, ich hätte gerne hier drüben mehr im Budget. Und du? Research mal was. Das geht immer noch nicht. AI, Self-Learning. Du, Research, Advanced Physics. Du, Research, No Loading Screen. Du, Research, 150 haben wir noch. Kooperatives Spielen. Dauert nicht mehr lang, aber die Zahlen sehen noch echt gut aus. 211 Millionen. Das ist doch ein sehr gutes Highscore, würde ich sagen.
Mal gucken, was da noch alles mit reinberechnet wird. Vielleicht, wie viele Topics man freigeschaltet hat, wie viele Forschung allgemein, wie viele Angestellten man hat, wie hoch die Skills von den Angestellten sind. Das können ja noch alles noch mit reinspielen. Das wäre richtig schick. Also eine richtig schöne Übersicht am Ende, darauf freue ich mich schon. Oh, nee, zu euch wollten wir gar nicht. Was zur Hölle hat der Typ da gerade gemacht? Ach, das sind diese 3D-Anzüge, wie auch bei Gollum benutzt wurde. Ja, okay, macht mal weiter, Jungs. Contract Work. 3 Wochen, ist ganz schön knapp. So. Jo, das noch fertig. Pling. Geld wäre noch nicht viel. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ja, mit 6 Mann ist das echt super. Es gibt einen internen Coding-Contest. Das Preisgeld soll 90.000 sein. Wollen wir das spenden? Ja, klar, 90.000 ist ein Lacher. Und jetzt gibt es einen Wettstreit, wer der bessere Coder ist. Und das gibt natürlich für alle Forschungspunkte. Oh, sehr cool. Und der Contract ist failed, weil wir ihn abgebrochen haben. Ein interner Wettkampf ist wesentlich wichtiger als Arbeit für andere Unternehmen. Hm? Black Shadow Slayer hat 49 Millionen gebracht. Das ist doch ein würdiges letztes Spiel. Ein Casual Ninja-Spiel. Und der letzte Monat ist angebrochen. Gucken wir mal, ob wir das Ding hier noch abschließen können. Wäre schade, wenn nicht. Letzte Woche bricht an. Zack. Und. Die weltweite Spieleentwicklergilde hat Anti-Gerugon, den CEO von Skynet, das Achievements der Lebenszeit. Das ist so ein Lifetime Award, das gibt es ja auch in der Filmbranche und so weiter, für Entwicklung in der Spielindustrie gegeben. Anti-Gerugon hat während einer beeindruckenden 30-Jahre-Karriere sehr viele Groundbreaking-Spiele entwickelt. Also Sachen, die es vorher nicht gab, neu entwickelt. Und wir sind bekannt am besten für das falsche Leben. Congratulations, du hast Game Dive Tycoon beendet. Wir berechnen jetzt deine Final Score und zeigen dir ein paar Statistiken. Ja, sehr gut, das habe ich doch gewollt. Also Score. Das teuerste Spiel, UFOs. Das profitabelste. Das wenigste bei Advanced Sucking. Sports Sci-Fi. Die meisten Topics. Häufig gewähltes Genre, macht Sinn. Designpunkte. Technologiepunkte. Medium Games dürfte am meisten haben. Also Large Games waren ja nicht so viele am Ende. Genau, nur 3 Stück. AAA Games. Achso, es sind AAA Titel. Die will ich ja gar nicht. Also es gibt noch was Größeres als diese Dreierstufe. Ah ja, krass, okay. Keine Publisher benutzt. 10 Top-Hits. Sehr viele Fans. Sehr viel Cash. Wir haben... Hä? Man kann eigene Konsolen entwickeln? Okay. Ja, Final Score von 3,764 Millionen. Nein, warte. 37,647 Millionen. Das klingt sehr viel. Und damit müssten wir jetzt durch sein. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. An manchen Stellen fand ich es ein bisschen schade, dass man nicht so wirklich gucken konnte, was macht. Aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Man lernt bei jedem Durchgang was Neues dazu, wie ich ja auch. Ich würde jetzt im nächsten Durchgang auch einiges ziemlich anders machen. Aber alles in allem sehr abgerundetes Spiel, das man super mal kurz spielen kann. Weil das Leben hat jetzt nicht so lange gedauert, finde ich, verglichen mit anderen Let's Plays. Also ja, sehr unterhaltsam. Und ihr könnt ja mal eure Highscores hier in den Kommentaren runterposten, damit ich so gucken kann, wie gut ich mich geschlagen habe oder auch nicht. Also dann, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.